Natürlich, abgeschlossen. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Den wir ja zum Glück schon gefunden haben. Ah, ein paar perverse Briefe. Typisch. Und was ist das hier? Interessant. Die Bankauszüge zeigen, dass Diaz ein Flugticket nach Edinburgh bezahlt hat. Und von dort hat er eine Zugkarte nach einem Ort namens Ladybank gebucht. Da scheint es aber jemand ziemlich eilig gehabt zu haben. Das Geld dafür wurde heute Morgen erst überwiesen. Und hier ist ein Zettel, auf dem etwas davon steht, ein Gemälde auf Echtheit zu prüfen. Oh oh. Wer auch immer das ist, er meint es nicht gut. Shit! Gegriffen. Und ich kann kaum etwas sehen. Ja, Glück im Unglück. Wir sind nicht tot, aber wir sind hier eingesperrt in, ja, Diaz, seinem perversen Geheimzimmer. Und wahrscheinlich, ja, wir haben den Taschenrechner nicht mehr. Das bedeutet, wir kommen jetzt hier nicht so einfach raus und wir brauchen etwas Licht. Und das muss erstmal gefunden werden. Metallschrank und Tür. Rückwand. Oha, das kann ja was werden. Jemand hat mich hier eingeschlossen. Die Tür bewegt sich nicht und Fenster gibt es hier auch keine. Langsam wird die Luft schon schlecht. Nicht gerade sehr aufbauend. Okay, dann vielleicht... Ziemlich solide Tür. Diaz schätzt wohl seine Intimsphäre. Oder um genauer zu sein, seine Sicherheit. So, der Metallschrank. Im Schrank habe ich schon nachgesehen und im Dunkeln finde ich sowieso nichts. Ich sollte mir besser schnell was einfallen lassen. Ja, ich überlege gerade, was haben wir alles noch dabei? Wir haben noch eine Zange. Na gut. Was haben wir hier? Steckdose, eine Maschine. Vielleicht hilft uns ja die Maschine weiter oder spendet wenigstens etwas Licht. Bedienfeld. Das ist höchstwahrscheinlich eine Art Röntgenapparat. Wenn Diaz Gemälde untersucht, dann wäre so etwas unerlässlich für seine Arbeit. Aber können wir hiermit irgendwas anfangen? Ah, können wir immer darum herumgehen? Explosive Substanz. Ich glaube, die Kabel hier sind ganz interessant, oder? Aber so richtig was anfangen können wir mit dem Gerät jetzt hier erstmal nicht. Ich fahre trotzdem noch einmal mehr drumherum. Ah, eine Abdeckung. Die Abdeckung ist festgeschraubt. Aber wir haben ja vielleicht die Pinzette. Ah, oder das Geld. Das wird zwar schwer, aber ich denke, ich schaffe es. Okay, und jetzt eine Gaskartusche. Die Beschreibung auf der Kartusche zeigt, dass das Gas explosiv ist. Das könnte nützlich sein, um die blockierte Tür aufzusprengen. Okay, das ist doch mal gar nicht übel. Ich glaube, viel mehr finden wir jetzt hier eh nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Gaskartusche. Gut, die... Nutzen wir jetzt mit der Rückwand des Schrankes? Das sollte funktionieren. Aber nur, wenn das Gas nicht allzu explosiv ist. Sonst könnte das äußerst unangenehme Konsequenzen haben.
Okay, jetzt haben wir hier das, aber die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt irgendwie... Ja, da müssen wir noch suchen, aber ein Magazin? Oh, oh. Das Handy ist die einzige Lichtquelle, die ich habe. Gott sei Dank habe ich jetzt wenigstens einen neuen Akku. Ein 9mm Magazin mit einer Botschaft drin. Was da wohl draufsteht? Es ist wirklich eine große Überraschung, dass du hier hereingekommen bist, Alfredo. Vielleicht habe ich dich ja wirklich unterschätzt. Lass die Bilder da und hau bloß ab. Und eines noch, du bist der erste und einzige Fremde, der je hier hereingekommen ist. Wenn du hier etwas durcheinander bringst, etwas stiehlst oder kaputt machst, dann sorge ich dafür, dass man dich tot im Meer treibend findet. Vor allem, wenn du mein Mädchen anfasst. Alfredo also. Ja, ein 9mm Magazin. Das bringt uns aber nichts, wenn wir keine 9mm Knarre haben. Und ich glaube fast, das war mal die Maschine, ist klar. Gut, wir können sich das Magazin dann einfach da hinten mit der Gaskartusche wahrscheinlich verwenden. Können wir auch nicht. Magazine voller 9mm Kugeln. Magazin. So, vielleicht irgendwie auf, irgendwie aufbauen. Magazine. 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 Das ist ja ganz gut, aber das bringt uns ja nur was, wenn wir eine 9mm hätten. Und wir haben keine 9mm. Ja, dann suchen wir noch weiter. So, haben wir noch alles? Wir haben... hier. Vielleicht doch nochmal der Metallschrank. Im Schrank habe ich schon nachgesehen. Und im... Hinter diesem Schrank ist etwas versteckt. Ja, lass mich doch mal raten. Ist doch mal bestimmt eine Knarre oder so. Wusste ich's doch. Wer hätte das gedacht? Eine Pistole, Kaliber 9mm. Wovor hast du Angst, Diaz? Höchstwahrscheinlich vor dem Kerl mit der Kutte. Aber egal, wir haben die Knarre, wir haben ein Magazin. Durchgeladen. Und jetzt beginnt hier die Shooter-Action. Auf die Gaskartusche. Keine schlechte Idee, aber wer weiß, wie explosiv das Gas wirklich ist. Ich muss irgendwie in Deckung gehen. Man muss jetzt auch noch Deckung für sie suchen. Nein, nicht, nein, 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 nicht wegnehmen. Das Spiel macht es mir gerade ziemlich kompliziert, aber immerhin, das sollte es ist nicht funktionieren. Ganz so. Aber nur. Immerhin nicht mehr ganz so leicht wie noch am Anfang. So, ich brauche jetzt hier irgendwo Deckung. Vielleicht den Metallschrank rumrucken dieser oder so? Dieser Metallschrank sieht stabil genug aus. Ah. Er könnte mich sicher gegen eine kleinere Explosion schützen. Na, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh ja. So. Hinter den Schrank. So, ein bisschen rucken hier. Ich hoffe mal, dieser Typ ist da noch, ist oder ist nicht mehr in der Wohnung, denn das Rucken hat er bestimmt gehört. So. Was, wenn das Gas wirklich hochexplosiv ist? Im Film sieht sowas immer aus wie ein Kinderspiel. Mädel, du musst da raus. Jetzt muss ich mich aber mal zusammenreißen. Ich habe doch wenigstens mein eigenes kleines Büro bei Interpol, auf das ich mich freuen kann. Und los geht's. Sehr explosiv. Okay, Lara flüchtet auch. Oh, Scheiße! Der Verrückte! Und er ist tot!
Ja, und der Typ haut mit dem Auto ab. Im Schleichgang. Was hat mir dieser verdammte Ostankovic da bloß eingebrockt? Ein Toter auf dem Gang, eine demolierte Wohnung. Ich hoffe nur, es hat mich niemand bemerkt. Es wäre nicht sehr vorteilhaft, wenn mich jemand mit dieser Katastrophe hier in Verbindung brächte. Die Polizei, die habe ich ja ganz vergessen. Ich sollte so schnell wie möglich zum Flughafen. Ja, dann würde ich mal sagen, Taxi rufen, oder? Taxi Lissabon. Taxi Lisboa, como posso ajudar? Entschuldigen Sie, sprechen Sie meine Sprache? Sicher. Ma, Glück gehabt. Dieses Mal hast du die Büchse der Pandora noch rechtzeitig geschlossen. Dieses Mal. Aber ich rate dir, mit den Spielereien aufzuhören. Das nächste Mal könnte es weitaus schlimmer ausgehen, Lara. Denk an meine Worte. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist ein dringender Telefonanruf. 15 Uhr, Donnerstag, Petersburg, Russland. Ja? Wir haben ein Problem, Max. Ein sehr großes Problem sogar. Und ich, Dummerchen, denke die ganze Zeit, wir hätten eigentlich schon genug am Hals. Wo bist du? Was ist passiert? Ich bin auf dem Weg vom Flughafen nach Hause. Ich war in Lissabon und bin dort zu Dias Wohnung gegangen. Moment mal. Willst du damit etwa sagen, dass Aurelio Dias die Büchse der Pandora ist? Darauf wäre ich nie gekommen. Das hättest du mir aber vorher auch mal sagen können. Und außerdem hättest du da gar nicht erst hingehen sollen. Ich habe gehört, der Typ ist nicht ganz richtig im Kopf. Er war gar nicht da. Aber jemand hat mich überfallen und fast umgebracht. Geht es dir gut? Ob es mir gut geht? Mal sehen. Also ich bin in die Wohnung eines ekelhaften Perverslings eingebrochen. Jemand hat mich dort bewusstlos geschlagen und eingesperrt, damit ich ersticken soll. Und dann haben sie noch einen armen Kerl umgebracht, der dort einfach nur so rumhing. Ach ja, und einen Teil des Hauses habe ich dann auch noch in die Luft gesprengt. Also nein, ich glaube, mir geht es nicht gut. Okay, dann lass es mich mal anders ausdrücken. Bist du verletzt? Nein, bin ich nicht. Aber keine Sorge. Ich komme schon wieder in Ordnung. Ich muss mich nur erst wieder beruhigen. Und hast du etwas gefunden? Nicht wirklich. Dias ist nach Schottland geflogen, um dort die Echtheit eines wertvollen Gemäldes zu prüfen. Aber ich weiß genau, wo er sich dort aufhält. Und zwar in der Nähe einer Stadt namens Ladybank. Ladybank? Natürlich, er ist zu Teahan gefahren. Wer ist Teahan? Ein Millionär, der mit gestohlenen Gemälden handelt. Der Mann schreckt vor nichts zurück. Ich habe mal versucht, ihm eine Kopie zu verkaufen und bin nur knapp davongekommen. Halt dich ja von ihm fern. Wie viele Geschichten stehen auf den Seiten alter Bücher geschrieben? Welche Geheimnisse verdecken die edlen Schriftzüge einer seltenen Handschrift? Es ist leicht, sich zwischen den Worten darin zu verlieren und die Zeit an sich vorbeiziehen zu lassen. Nein, zu wird doch vergessen, jetzt hier... oh, dass es Zeit ist zu gehen. Ja, liebe Kinder, Rauchen tötet. Max, der Bibliothekar ist zusammengebrochen. Du hast doch bestimmt die Nummer vom Rettungsdienst in deinem Handy. Ruf sofort an. Ich bleibe so lange bei ihm. Ich muss jetzt los, aber ich sag's trotzdem lieber nochmal, damit da auch ja kein Missverständnis aufkommt. Vergiss Teahan, okay? Ja, wir müssen jetzt erstmal ganz schnell den Rettungsdienst anrufen. Zurück in Petersburg bei Max. Und ja, der Typ, der uns hier uns helfen sollte, der ja, ist gerade dabei zu sterben. Und ich habe jetzt hier keine Nummer. Le Gerät. Oh mein Gott. Ich habe jetzt keine Nummer von einem Rettungsdienst, aber ich rufe mal einfach bei Ostankovic an. Ich will nicht einfach so bei Ostankovic hereinplatzen. Oh. Besser, ich gehe in sein Büro und mache mit seiner Sekretärin einen Termin aus. Okay, dann machen wir halt Le Gerät. Ich rufe nur in Frankreich an. Okay, bringt uns also auch nichts. Vielleicht hier mit der Passantin sprechen oder die Anschlagtafel vielleicht? Einige der Anzeigen sind wirklich lustig, aber ich sehe leider nichts, was für mich von Interesse wäre. Ah, hier, eine öffentliche Telefonzelle. Da stehen noch immer die wichtigsten Nummern. Deswegen hetzen wir da auch gleich mal hin und schauen mal nach. Geht nicht, das Telefon ist total kaputt. Na egal, wir brauchen eigentlich nur diese scheiß Nummer. Was haben wir denn da? Notrufnummern? Genau, die brauche ich. Notruf ist 03, ich wähle sofort.
Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist gerade ein älterer Herr zusammengebrochen. Sie müssen sofort herkommen. Verstanden. Geben Sie mir die genaue Adresse und wir schicken sofort jemanden. Hoffentlich hat er überlebt. Was jetzt, Lara? Hörst du auf Max und lässt die Spur nach Schottland kalt werden? Oder rufst du deinen ehemaligen Chef an und prahlst mit deinem Erfolg in Portugal? Nein, ich sehe, du hast deine Entscheidung schon getroffen. Schließlich bleiben deine Fälle niemals ungelöst. Ich sollte Ostankovic zurückrufen. Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Das würde ich so nicht sagen. In Lissabon hat jemand versucht, mich umzubringen. Und stattdessen hat er einen armen Spinner erwischt. Und, haben Sie etwas herausgefunden? Hören Sie mir denn überhaupt zu? Das ist kein Witz. Das ist todernst. Machen wir es kurz. Sie wissen also nichts. Es sieht so aus, als sei Diaz nach Schottland geflogen, um sich mit einem Mann namens Teahan zu treffen. Dieser Teahan hat wohl vor, eines der gestohlenen Gemälde zu kaufen und will es vorher von Diaz auf Echtheit geprüft haben. Hervorragend. Wenn dort wirklich Gemälde aus der Eremitage sind, dann muss ich das wissen. Fliegen Sie sofort dahin. Wie soll ich es ausdrücken, damit Sie mich verstehen? Ich habe keine Lust, mich wegen ein paar Gemälden umbringen zu lassen. War das deutlich? Es ist ja verständlich, dass Sie Angst haben, aber sehen Sie es mal so. Wenn Sie nicht gehen, mache ich Ihnen das Leben zur Qual und Durand mache ich fertig. Ich wiederhole meine Drohungen ja nur ungern, aber Sie zwingen mich dazu. Ich kann Sie ja verstehen, Lara. Aber ich muss diese Gemälde wieder beschaffen. Und davon bringt mich nichts und niemand ab. Haben Sie das verstanden? Selbst wenn ich dahin wollte, ich kann nicht einfach so meiner Arbeit fernbleiben. Nicht schon wieder. Sie haben nicht wirklich eine Wahl. Irgendwie müssen Sie auf legale Weise dorthin, ohne jemanden dafür den Grund zu nennen. Irgendwie werden Sie das schon hinkriegen. Na toll. Ja, dieser Ostankovic ist echt ein Arsch. Nur weil der seine Scheißauszeichnung will, müssen wir jetzt hier geradewegs in den Tod hineinrennen, liebe Leute. Ja, und müssen uns jetzt eine Ausrede einfallen lassen, warum wir unbedingt nach Schottland müssen. Natürlich auf Kosten von Interpol. Ja, und die ganze Chose dann noch irgendwie überleben. Na gut, aber das machen wir nicht mehr heute. Ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Runde auf. Bis dahin, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.